für das Altenheim, für unseren ältesten Fanclub Deutschlands. Und ja, da habe ich vor, auf jeden Fall ein paar Muffins zu backen. Ja, ist halt derzeit einfach nicht viel los. Es kommt auch kein Sport. Und wenn man die Zeit hat, kann man auch versuchen, für die etwas, die ärmer dran sind, eine Kleinigkeit zu machen. Und deswegen will ich da ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und da kam mir auf die Idee, dass ich ein paar Muffins machen könnte. Ja, ich habe vorher schon überlegt, was könnte ich da, sag ich mal, Gutes tun. Und da wollte ich auch unbedingt was Persönliches machen. Dann hat man sich natürlich rumgehört, was es da so gibt. Und da dachte ich, dass das eine passende Gelegenheit wäre, unserem Fanclub da was zu backen. Ja, ich bin auch eher so der Koch im Haus. Meine Freundin kocht nicht so gerne, deswegen muss ich das auch übernehmen. Aber da ich auch grundsätzlich viel oder auch gerne koche, ist das ja auch kein Problem. Meine Freundin macht dann meistens Nudeln, wenn sie mal kocht. Aber sonst, wenn wir jetzt ein bisschen mehr machen oder sowas, sonst kochen wir ja nur für uns alleine. Aber wenn jetzt jemand da ist, dann machen wir das schon zusammen. Wenn die Pannen oder die Töpfe in die Spülmaschine kommen, da bin ich sehr sensibel. Mein Bruder war auch mal da. Der hat eine Pfanne in die Spülmaschine gemacht und die natürlich angemacht. Und ja, die war dann nicht mehr so gut beschichtet. Und da war ich sehr sensibel. Und das kriegt er noch heute zu spüren. Und ich habe mit meiner Mama auf jeden Fall öfters mal gekocht. Soweit es ging, weil ich auch mit 10 bin ich ja auch aufs Internat gekommen. Da war ich unter der Woche natürlich auch nicht zu Hause. Aber sonst habe ich auf jeden Fall von meinem Vater gehört, dass ich, wenn es mal Schnitzel gab, dass ich das auf jeden Fall panieren sollte, weil ich es so gut gemacht habe. Ich bin jetzt kein Profikoch oder sowas, aber sowas reizt mir auf jeden Fall, mal so einen Kurs zu machen, weil du da schon nochmal andere Dinge glaub, kennenlernst, wie du manche Sachen kochen kannst oder auch backen kannst. Das reizt mich auf jeden Fall für die Zukunft. Ja, ich würde jetzt nicht, außer jetzt wahrscheinlich, für 50 Leute oder so kochen, oder ich würde es jetzt nicht jeden Tag beruflich machen wollen, ehrlich gesagt, weil ich auch von vielen gehört habe, oder von Köchen, dass man zu Hause dann gar nicht mehr so Lust hat, was zu kochen. Deswegen reicht das schon, wenn ich mal jeden Tag einmal abends koche. Da habe ich noch Spaß dran. Und solange ich noch Spaß habe, ist alles gut. Gerade beim Backen habe ich nicht mehr so über Fußball oder sowas nachgedacht, was ja auch ganz gut tut. Weil du spielst ja schon jeden Tag Fußball. Und da muss man jetzt nicht vielleicht zu Hause viel über Fußball dann auch noch nachdenken. So ist das auch eine gute Abwechslung. Du bist im Gedanken jetzt beim Backen oder beim Kochen. Und ja, ist auf jeden Fall auch zur Entspannung da. Bis auf das Wegräumen, das Saubermachen, dann das nervt ein bisschen. Aber wenn man alles gleich selber wegmacht, dann hat man es danach auf jeden Fall ein bisschen leichter. Ja, ab und zu wird auf jeden Fall mal eine Pizza bestellt, das stimmt. Aber das passiert dann meistens nach den Spielen am freien Tag. Aber unter der Woche jetzt nicht so wirklich. Also ich habe vorhin mal überlegt, ob ich vielleicht vorher mal Muffins gemacht habe. Da kann ich mich dunkel erinnern. Glaube ich eher nicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass die schmecken und dass sie mir gelingen. Und dass ich alles richtig gemacht habe. Ich weiß, dass andere nicht so das Glück haben wie ich jetzt. Und ja, deswegen dachte ich mir auch, dass ich dann für die etwas älteren Leute ein bisschen Abwechslung in den Tag reinbringe, um denen eine Kleinigkeit vorbeizubringen, um denen was zu backen, um den Hunger zu stillen. Ich hoffe auch, dass sie den Leuten auf jeden Fall schmecken werden. Also vom Aussehen würde ich auf jeden Fall eine 10 von 10 geben.
Ich überbringe jetzt die Muffins, die ich für unseren ältesten Fanclub gebacken habe. Gucken Sie mal! Hallo! Da wird schon gewunken! Hallo! Morgen! Morgen. Aber ich brauche noch ein paar Torte. Das ist der Markus Schubert, der Torwart von Kalte! Ja! Ja. Kennen wir nicht! Ist egal! Das stimmt! Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel gequatscht. Haben die Muffins mit einem Seilzug übergeben. War schon eine coole Aktion. Geht los. Achso. Mach das jetzt auch schön langsam, damit sie was davon haben. Ja, toll gemacht. Und Schokoladen. Ja. Haben sie gut gemacht. Herrlich. Die haben wir gar nicht probiert. Wir packen die jetzt mal aus. Ja. Und dann schicken wir in den Korb wieder runter, ne? Ja. Die standen auf dem Balkon und da haben wir gequatscht. Und unten dann natürlich auch mit den Betreuern gequatscht, wie gerade so die Situation ist, wie man gerade den Alltag bewältigt. Da habe ich auf jeden Fall versprochen, dass ich noch ein paar Mal vorbeikomme, dass das jetzt nicht nur eine einmalige Aktion ist, damit ich auch vielleicht ein bisschen Abwechslung in den Tag von den Bewohnern und auch den Betreuern da reinbringe. Ich habe gehört, früher, als sie noch oft im Stadion waren, auch nicht so viel Geld hatten, haben die sich die Tickets unter den Zaun durchgeschoben und dann konnte der Nächste rein. War schon coole Geschichten, die sie erzählt haben. Nicht, dass sie gekommen sind. Ja, gerne doch. Ja. Ich hoffe, die Bewohner haben sich sehr, sehr gefreut. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ja, will natürlich auch irgendwann mal die Inneneinrichtung sehen. Dankeschön! Thank you.